So, ihr könnt natürlich auch mit diesem Gerät spielen, Musik hören und so weiter. Deswegen wollen wir uns die Multimedia-Funktion von dem Vico Sync Peaks 2 einmal genauer anschauen. Zunächst einmal den Play Store, damit ihr sehen könnt, was ihr hier überhaupt so herunterladen könnt für dieses Gerät. Ihr könnt natürlich Apps herunterladen, ihr könnt Spiele herunterladen. Wenn wir hier auf Startseite Spiele gehen, haben wir hier Top kostenpflichtig, wie ihr sehen könnt. Und wir haben Top kostenlos. Mein entsprechender Tom wird anscheinend wieder in. Ja, da gibt es einige Spiele, Dumb Ways to Die, Plants vs. Zombies 2, habe ich euch auch schon gezeigt, Temple Run 2. Wir haben aber auch weitere Apps, wenn wir hier auf Kategorien gehen oder hier auf Apps mal. Ja, hier gibt es unterschiedliche Kategorien und da könnt ihr dann ja, viele Dinge herunterladen, top kostenpflichtig, top kostenlos. Hier seht ihr auch, WhatsApp gibt es natürlich, Facebook, Skype, Facebook Messenger, der neue, Shazam, Viber. Alles kostenlos zum Teil. Also das hier ist jetzt bei Top kostenlos dabei. Also da gibt es eine große Auswahl, auch wenn es am Anfang ja so war, wie ich bereits gesagt habe, dass hier viele Apps nicht ab Werk mit dazukommen, haben wir hier trotzdem eine ganz gute Auswahl. Im Play Store müsst ihr halt nur extra runterladen. Schauen wir uns den Musikplayer mal ganz kurz an, damit ihr den auch gesehen habt. Und zwar gehen wir dann einmal auf den Musik hier oben, auf Musik, dann haben wir hier Interpreten, Alben, Titel, Playlist, wie ihr sehen könnt, dann haben wir hier weitere Einstellungen, Party Mix, so, gehen wir nochmal hier drauf, Party Mix, alles zufällig wiedergeben, Klangeffekte, Suche. Klangeffekte sehen dann so aus, drückt hier einmal auf Einschalten, dann könnt ihr unterschiedliche Sachen auswählen, könnt ihr Flach, Dance, Folk, Heavy Metal, Hall könnt ihr einstellen, kleiner Raum, großer Raum. Hier könnt ihr noch Dinge herumstellen, Bass, 3D-Effekt, wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt. Hier benötigt ihr Kopfhörer, wie ihr sehen könnt, also für einige Dinge braucht man Kopfhörer. Wir hören uns jetzt aber mal kurz den Sound an, wie der so aus, klingen würde von dem Gerät aus. Hier ist die Box. Erstmal ein bisschen blechernd, würde ich sagen. Also das reicht jetzt schon. Ich finde den Sound sehr flach und blechernd oder so. Also der Klang ist jetzt nicht so schön, auch wenn ich hier beim Effekte auf oder beim Equalizer auf Rock gestellt habe, klang das nicht so cool, meiner Meinung nach. Mit Kopfhörern ist das natürlich eine andere Sache, klingt es wahrscheinlich besser. Zufällige Wiedergabe, wiederholte Wiedergabe könnt ihr einstellen. Hier aktuelle Wiedergabe anschauen. Wie gesagt, zur Playlist hinzu kann man zum Teil Party Mix Playlist hinzufügen, als Klingelton verwenden, löschen. Klangeffekt habe ich hier schon gezeigt. Bibliothek. So viel erstmal dazu. Also der Sound war wirklich nicht so gut. Bei dem Musikvideo eben bei YouTube war. Ging es auch, aber die Box ist jetzt nicht so kräftig. Wir spielen mal ein Spiel und zwar Dead Trigger 2, was ja grafisch relativ aufwendig ist. Und ja, auf diesem Gerät, wie ich bereits erwähnt habe, wir haben 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher. Und wie läuft das Spielen hier so? Schauen wir uns mal an. Also ihr müsst hier mit Lara Croft zusammenarbeiten. Gegen Zombies. Ja, wahrscheinlich nicht das erste Mal. Bam, bam, bam. Ciao.
Also Dead Trigger 2 läuft flüssig auf diesem Gerät. Was ich cool finde, bei so einem günstigen Gerät könnt ihr auch grafisch sehr aufwendige Spiele spielen. Und ich beende jetzt mal alles, es dauert ein bisschen. Und dann starten wir mal hier den Benchmark-Test. Ich zeige euch wie immer die Ergebnisse. So, schauen wir uns die Ergebnisse an. Und da sehen wir, Your Device ist hier an dritter Stelle. Was beim Benchmark öfter mal der Fall ist, da fehlen dann nach oben hin aber so ein paar Ergebnisse. Was sehen wir denn? Wir haben darüber wieder Asus Transformer Prime, HTC One X direkt und wir haben ein Total von 3998. Insgesamt, wenn wir hier mal die Daten anschauen, Total 3998, CPU 8949. Im Vergleich dazu jetzt nochmal den AnTuTu Benchmark-Test. So, und da haben wir die Ergebnisse vom AnTuTu Benchmark-Test. Und ja, wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit dem Quadrant Standard, gut, dass wir den hier auch nochmal gemacht haben, weil hier seht ihr, dass es viel weiter hoch geht. Wenn wir unser Gerät suchen wollen, dann müssen wir hier ein bisschen runterscrollen. Und da ist My Device, wir sehen können 13.422, darunter das S2. Dann kommt das HTC One X, darüber Nexus 4, Galaxy S3, 10, Xperia Z, HTC One, Samsung Galaxy Note, S4, LG, G2 habe ich auch schon getestet. Ja, und dann haben wir ganz oben hier die drei stärksten. Also ihr seht, relativ weit unten, also ein sehr ausführlicher Test hier, wie man sehen kann. Dadurch könnt ihr das Gerät ein bisschen besser einordnen. Seht, dass es jetzt nicht so stark ist, was ja auch klar ist, dass es sich um ein Einsteiger-Smartphone handelt in der Preisklasse. Also ihr habt hier ein paar Multimedia-Funktionen, allerdings so viel kann ich euch hier gar nicht zeigen, denn so viel ist auch gar nicht auf dem Gerät drauf. Ich habe euch Dead Trigger 2 gezeigt, läuft flüssig, ist eigentlich so ein sehr gutes Vergleichsspiel, wenn man das mit anderen Geräten vergleicht und hier läuft es drauf, es läuft flüssig drauf, das heißt, grafisch aufwendige Spiele könnt ihr spielen, was super ist und ja, das ist schon mal cool. Wenn der Speicherplatz reicht natürlich, hier jetzt gerade reicht es noch, ansonsten könnt ihr das natürlich erweitern über MicroSD. Das war ein kurzer Einblick in die Multimedia-Funktion.